Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eigentlich nichts anders machen, weil mir mein Haus einfach sehr gefällt. Hi, ich bin die Helly und wir haben 2023 mit Kitzlinger Haus gebaut. Hallo, ich bin der Aaron. Wir sind auf Kitzlinger Haus aufmerksam geworden. Erstens einmal durch den Hauspark, dann noch durch Freunde, die auch mit Kitzlinger gebaut haben. Dann waren wir bei denen zu Besuch einmal, haben uns das Ganze angeschaut, waren sofort eigentlich überzeugt davon. Ab dem Moment war eigentlich immer überall Kitzlinger Haus präsent, auch mit Werbung und so haben wir immer wieder was gesehen. Und entscheidend war dann eigentlich, als wir dann hingegangen sind für das erste Gespräch, einfach auch mal direkt um die Ecke. Sehr familiär, war alles sehr locker und das war eigentlich so das Grundgerüst, wo eigentlich für uns ausschlaggebend war, ja, wir bauen mit Kitzlinger. Und dazu hin dann noch natürlich die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Zimmereimänner, die das Haus aufbauen, die das bauen. Für uns ein sehr wichtiger Punkt, alles von einer Hand und nicht über Subunternehmer etc. Also aus der Planungsphase haben wir die Erfahrung gemacht, dass einfach wir sind wirklich mit einem groben Plan vom Haus sind wir zu Kitzlinger gegangen. Kitzlinger hat unsere Wünsche und Pläne einmal sogar angeschaut. Wir wussten einfach nie, wie wir mit unserer Treppe umgehen können. Das war ein ganz, ganz großes Problem bei uns in der Planung. Aber für das gibt es ja die perfekten Menschen und die waren bei Kitzlinger und die haben unsere Träume, Visionen umgesetzt, sodass wir nachher unser Traumhaus bekommen haben. Und es war einfach angenehm. Wir waren am Tisch gesessen, haben gesprochen, wie wenn man abends zu Hause bei der Family sitzt. War richtig schön und angenehm. Ja, genau, ich habe Bleistiftzeichnungen mitgebracht. Wir hatten so einen groben Riss, hatten wir immer schon, wie wir das Ganze ausgestaltet haben wollen. Aber es ist manchmal so schwierig, Sachen reinzukriegen. Bei uns war ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Treppe nicht nur eine Treppe ist, sondern so gesagt ein Möbelgegenstand, also ein Teil, was mitten im Raum stehen soll und was auch dahin Gucker sein soll. Und das war einfach schwer selbst umzusetzen. Und Kitzlinger hat es uns wirklich so leicht gemacht, weil die haben gesagt, ich bin immer davon ausgegangen, ich mache die Treppe einmal so gerade hoch und die haben einfach gesagt, drehen wir die Treppe einmal um und wir laufen hoch und wir haben das ganze Ding wie ein Möbelstück in der Wohnung stehen und das war einfach perfekt von Anfang an. Also zum Ablauf kann man eigentlich sagen, dass es sehr schnell ging bei uns alles. Im Mai 22 haben wir die Zusage für einen Bauplatz bekommen, im Mai 23 ist dann das Haus gestanden. Also es ging alles sehr schnell und von Planung bis zur Fertigstellung gab es eigentlich auch keine großen Probleme oder Hindernisse. Und was uns besonders gut gefallen hat, war, dass in der Bemusterung, die Bemusterungsphasen immer unterschiedlich waren, dazwischen auch immer Zeit, um nochmal einen klaren Kopf zu bekommen, dann ist man nicht so überladen worden. Die besonderen Momente, die ich in Erinnerung behalten werde, ist auf jeden Fall der Tag, an dem das Haus gestellt worden ist. Ich bin morgens um 6:30 hier hochgekommen und es waren einfach schon 5 Wände gestanden. Der untere Stock war schon fast fertig. Als wir dann abends ins Haus rein konnten und unsere eigenen 4 Wände um uns rum hatten, war echt cool. Und was einfach klasse ist, war unser Richtfest. Traditionell, die Zimmermänner waren auf dem Dach, haben noch einen Spruch gesagt, haben ihr Glas auf den Boden geschmissen und wir hatten danach ein schönes Beisammensein, war richtig cool und unvergesslich. Große Herausforderungen gab es nicht. Wir haben Innenausbau ein paar Sachen selber gemacht. Das war natürlich dann persönlich ein bisschen herausfordernd, aber auch selbst in der Phase sind wir sehr gut betreut worden und begleitet worden. Und auch selbst wenn wir da Fragen hatten, konnten wir jederzeit nachfragen. Wir sind sehr zufrieden. Es ist genauso geworden, wie wir das wollten. Sehr offene Räume, sehr viel Licht. Und es ist einfach genauso, wie wir das wollten. Und bis heute gibt es auch nichts, was ich ändern würde. Genau. Und auch selbst Freunde oder so, die dann schon hier waren, gefällt allen das Haus. Und das ist dann auch toll, die Bestätigung zu haben, dass es nicht nur uns selber gefällt, sondern eben auch anderen. Ein persönliches Highlight im Haus habe ich nicht. Ich fühle mich wirklich überall in jedem Raum wohl. Ein großer Hingucker ist unsere Galerie, wo wir jetzt uns gerade befinden. Und aber es ist wirklich von vorne bis hinten ein Top-Haus. Mein persönlicher Lieblingsort im Haus gibt es so nicht tatsächlich.
Die Galerie ist ganz arg toll oder die Küche oder auch unser Bad. Das sind so, würde ich sagen, noch die Hauptpunkte, wo ich mich gerne aufhalte. In Zukunft irgendwann auch mal unser Musikzimmer, wenn dann mal ein Flügel drin steht. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eigentlich nichts anders machen, weil mir mein Haus einfach sehr gefällt. Ich würde Kitzlinger Haus auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir haben ein perfektes Raumklima hier im Raum oder im ganzen Haus. Das ist einfach unbeschreiblich. Man kommt rein, man fühlt sich wohl. Es ist einfach warm, es ist geborgen. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man selber nie drin war. Kitzlinger Haus, erstens mal die ganze familiäre, persönliche, lässige Atmosphäre, die man in der kompletten Bauphase hatte, war einfach sehr cool und sehr angenehm. Zum Empfehlen natürlich auch weiter, dadurch, dass sie ihre eigenen Zimmerleute haben. Sie arbeiten alles aus einer Hand, finde ich sehr schön. Wir haben ein perfektes und wunderschönes Haus und wir sind so sehr zufrieden. Deswegen ist Kitzlinger Haus auf jeden Fall unser Favorit und wir empfehlen ihn jedes Mal wieder gern weiter.